Ja, grüezi wohl. Ja, dann lassen wir sie mal raus, ne? Ich habe heute schöne Antennenwelse bekommen. Das ist mein 240er Aquarium, das heißt Deep Soil Tank, weil der Bodengrund 12 cm hoch ist. Da sind schon Schleierschwanz, Schwertträger drin, Putzlebarben, siamesische sind drin, das sind die mit dem schwarzen Punkt hinten dran. Und Paradiesfische. Und da sind eben schon Antennenwelse drin, orangene. Und ich habe jetzt drei neue bekommen. Die lassen wir jetzt mal aus. Mal sehen, ob sie überhaupt raus wollen. Weil die sind sehr anhänglich. Ja, einer ist schon raus. Ja, sind die schon alle raus? Sauber. Ist aber schnell gegangen. Sitzt da wieder. Das ist sehr schöner. Ja, der muss sich jetzt erstmal zurechtfinden hier. Ja, und das da hinten, das ist mein 250er. Das heißt White Sands, das ist das Aquarium, was ich schon am längsten habe. Das habe ich am 10. Oktober umgerüstet von normal hohem Sand auf auch 12 cm Sand, das sieht man unten. Da hinten ist eines der Aufzuchtbecken, die sind am Fenster. Und das da hinten, das ist das Fensterbandbecken. Das steht normalerweise im Sommer eben da links am Fenster draußen, also außerhalb. Und jetzt seit im Winter habe ich es dann reingestellt, also im Herbst, wenn es also dauerhaft unter 20, 16 Grad hat, dann hole ich es rein. Und da sieht man, dass der Wasserfreund schön rausgewachsen ist. Der blüht auch immer. Ich habe da hinten eine neue Leuchte gekauft, so LED-Leuchte. Die habe ich auch am Zuchtbecken hinten. So 10 Watt LED-Leuchte. Ja, und da habe ich
Guppies drin und ein paar Nachwuchs-Plekos, also blaue Antennenwelse. Und das Pärchen Honigurami sind immer noch drin. Da hinten sind die zwei links. Jetzt kommen es alle zwei, weil sie meinen, dass da was zu fressen gibt. Ja, und da sind auch Amano-Garnelen drin. Das ist auch ein Zuchtbecken. Zuchtbecken ist übertrieben. Das war mein Pflanzenaufbewahrungsbox, weil ich habe ja, wie gesagt, das 250er White Sands umgerüstet auf hohen Sand. Und dann habe ich viele Pflanzen übrig gehabt und die habe ich nicht wegschmeißen wollen. Und dann habe ich es in so eine Box reingetan. Ein paar habe ich schon verschenkt. Und als dann die Paradiesfische Nachwuchs gemacht haben, habe ich dann zwei Würfe da reingeschmissen. Also nachdem, dass die frei geschwommen sind. Die haben ja, liegen ja Schaumnester mit Eiern drin und dann bewacht der Vater. Also das Männchen bewacht dann das Nest. Und ich weiß nicht, ob man da welche sieht, wenn ich jetzt da ranzoome. Sind da winzig klein. Ah ja, da hinten. Die Stifterln. Ja, das Zoom ist eben nicht so toll. Das ist jetzt halt 9 Mal und dann flimmert es. Vom Huawei. Das habe ich ja schon bei den Urlaubsvideos schon gezeigt, dass da der Zoom einfach nicht so besonders ist. Aber man sieht, da hinten tut sich einiges. Ich habe jetzt Artemia-Nauplien reingeworfen. Das ist das Weiße, was da hinten so flimmert. Und das sind natürlich jetzt die kleinen Paradiesfische ganz wild danach. Mal sehen, ob ich es irgendwie hinkriege, dass ich da hinzoomen kann. Ich komme mir vor wie damals bei den Super 8 Videos. Na, das sieht nicht gut aus. Also wie gesagt, das ist ein ganz einfacher Plastikbehälter und da habe ich also die Pflanzen vom White Sands reingetan, die ich übrig hatte. Also das sind überwiegend Wallisneria und sonst noch Zeug. Ja, und ich habe jetzt festgestellt, dass sich da drin die Paradiesfische am besten entwickeln, weil anscheinend da schon die ganze Mikrobiologie und die kleinen Einzeller und Mehrzeller da drin sich am besten vermehren oder beziehungsweise schon vorhanden sind, die also die dann von Anfang an gleich fressen können. Und jetzt habe ich heute eben das erste Mal Artemia reingeworfen, mal getestet, wie das funktioniert. Naja. Mal gucken. Ja, und da muss ich jetzt dann einmal das Licht einschalten zuerst, damit man da was sieht. Da bin ich so ein bisschen am Nachschauen, ob das Futter angenommen wird. Die weißen Punkte da rechts an dem Glas, das ist eigentlich eine Vase, aber das ist recht praktisch, weil die glatte Flächen hat. Und so sieht man das viel besser, als wenn es ein runder Behälter ist. Und da habe ich jetzt eben aus dem Becken ist übertrieben, aus dem Pflanzenteil mit den Paradiesfischern habe ich ein paar rausgefangen mit dem Glas und dann habe ich da Artemia rein und das ist tatsächlich so, dass die jagen. Es sieht teilweise aus, als wenn sie sich richtig dumm anstellen. Man feuert die dann teilweise an, dass sie dann endlich doch einmal so Artemia erwischen. Mal sehen, ob ich da, wenn ich weniger zittere, dass das dann besser zu sehen ist. Ja, sind ein paar Daphnien drin, also Wasserflöhe. Ja, das da hinten ist halt eben das Aufzuchtbecken. Das stand schon 2 Monate ungefähr da in der Sonne. Am Fenster.
Da habe ich jetzt, ich glaube, Red Fire heißen die Garnelen vom Farid bekommen. 20 Stück, die sind da drin. Und das Moos auf der linken Seite ist auch von ihm. Da fetzen jetzt die Red Fire rum. Manche sind noch gar nicht so red. Oh, da sind eben ein Haufen Wasserflöhe drin. Jetzt weiß ich nicht, jetzt muss ich, glaube ich, da mal das wegdrehen. Sonst reflektiert es. Da sind die Wasserflöhe. Und die habe ich jetzt auch schon bestimmt 6 Wochen. Und die vermehren sich da drin recht fleißig. Da kommt eine Red Fire, da hinten im Moos ist auch eine. Da sieht man so. Ja, ich habe halt da Schnecken drin, die räumen immer schön sauber auf. Und da gibt es viele, viele Mikroorganismen drin. Ich habe mal die vordere Scheibe dann von den Algen befreit, damit man überhaupt reinschauen kann. Die anderen drei Scheiben, die sind veralgt. Also ganz leicht, und da sieht man dann, wie die Schnecken sich das schnappen und wie da kleine Mikroorganismen drauf sitzen. Aber das kann ich jetzt mit der Kamera nicht einfangen. Aber die sind halt dann ideal für Nachwuchs. Und die Garnelen, die räumen da auch schön auf drin. Und da ist gar keine Technik drin. Also gut, also die Lampe, das ist auch so eine zweistrahlige. Muss ich wieder rauszoomen hier. Das ist auch so eine zweistrahlige 10 Watt. Die passt ganz gut. Macht das super Licht. Und da rechts steht normalerweise eben noch runde Vase mit Pflanzen drin. Ja. Muss ich das Ding mal wieder drehen hier. So, das ist wie gesagt das Weizens. Da ist ein ganz alter, großer Putzlebarbe drin, der will immer die anderen jagen, aber das macht nichts. Der meint, der kriegt jetzt was zu fressen und dann muss das Revier verteidigt werden, aber sonst ist alles friedlich. Dann sind Gararufer drin. Ich mag die Gararufer, weil sie so lebendig sind. Verschiedene Größen habe ich mittlerweile. Ein Teil ist Nachwuchs. Da hängt jetzt einer ganz groß dran. Zwei Stück sogar, drei. Dann habe ich hier zwei Paradiesfische rausgetan. Die haben es mir zu sehr gejagt im anderen Becken. Da hat man dann an den Schuppen gesehen, an der Seite, dass da immer geschubst worden sind, und dann habe ich die da reingetan und nach 3 Tagen ist wieder alles gut gewesen. Dann sind 4 oder 5 siamesische Rüsselbarben drin, das sind die mit dem langen Streifen. Und eben blaue Antennenwelse in verschiedenen Größen. Eine große Mama, ein etwas kleinerer Papa, der Hund hinten hockt da. Und nur Nachwuchs, wenn jetzt die anderen zwei Divas hier mal aus dem Bild gehen würden. Na, mach es natürlich nicht. Die hocker da auf den beiden Röhren drauf. Also da ist eine Röhre nach rechts und eine Röhre nach vorne. Und da hocker zwei Stück drauf. Komme ich nicht durch, weil meine Divas immer vor der Kamera rumschwimmen. Das ist eben ein Gararufer, da der drauf liegt. Das ist eine riesen Kryptokorin, die habe ich auch vom Fahrrad bekommen. Die ist links hinten eingepflanzt. Ja, und wie gesagt, der hohe Sand,
Also das Deep Soil, sage ich immer dazu. Da ist dann in der Mitte auch noch Lage Peat drin, also Torf. Deswegen ist es dann etwas dunkler. Ich versuche das mal hinzukriegen. Das macht er allerdings nicht mit dem Licht. Also sind 2 cm Torf in der Mitte. Unten Sand, 2 cm Torf. Oben der weiße Sand, der alte, der vom Becken, der schon drin war. Und dann merkt man beim Pflanzenwuchs, dass das super funktioniert. Und der Hintergrund der ganzen Angelegenheit ist folgender: Es gibt einen Stickstoffkreislauf im Becken und ich möchte es möglichst techniklos machen. Das heißt, die stickstoffabbauenden oder umwandelnden Bakterien, jetzt einmal kurz erklärt, die sind dann im Bodengrund. Natürlich sind die auch in der Deko und in den Pflanzen und überall. Aber der Sinn und Zweck von der ganzen Übung ist, dass ich keine Denitrifikations- oder Nitrifikationsbakterien im Filter habe. Und wenn beim Filter irgendwas passiert, dann habe ich ein Problem mit dem Aquarienwasser, mit der Qualität, weil man das vielleicht kippt. Und ich finde das sowieso eine Riesensauerei mit den Außenfiltern oder mit den großen Innenfiltern, dass man da immer putzen und sauber machen muss und und. Und nachdem ich dann eben ein bisschen drüber gelesen habe, wie das so funktioniert mit dem techniklosen Aquarien, und der Peter Schneider hat mir da auch viele Sachen erzählt. Das ist ein Urgestein der Schweizer Pflanzenzucht hier in der Schweiz. Habe ich mich dann entschlossen, schon vor 12 Jahren die Becken möglichst techniklos zu machen. Da war ich noch in der anderen Wohnung drüben in Affoltern am Albis in Jonen. Da hatte ich eben das Aquarium auch schon und noch ein ganz großes, ein 500 Liter Becken. Und da ist eben nur ein ganz kleiner Filter hinten drin. Also es ist eigentlich kein Filter, das ist einfach eine Pumpe, die bewegt das Wasser und nimmt ein bisschen so die Schwebteile raus. Aber der Denitrifikationsprozess, das läuft eben in dem hohen Boden ab. Ich habe mir extra noch die ganzen, so einen Testkoffer mal besorgt, weil es alle mich gefragt haben, ja, was hast du da für Wasserqualität und wie schaut es mit dem Nitrit aus und mit dem Nitrat und mit dem Ammoniak? Und dann habe ich mir einen Koffer gekauft und da war meine Mama da und dann hat sie gesagt, was hast du mit deinem Chemieköfferchen davor? Und dann habe ich die Wasserqualität gemessen und das ist tipptopp. Man sieht die Wasserqualität auch an anderen Faktoren, nämlich ich habe die Turmdeckelschnecken drin im Becken. Und wenn die Turmdeckelschnecken nach oben gehen, dann muss man mal einen Wasserwechsel machen. Ich mache vielleicht alle 2, 3, 4 Monate mache ich mal einen Wasserwechsel. Und das ist halt eben ganz eine andere Angelegenheit, wenn man es eben auf die Art und Weise macht. Das heißt jetzt auch Wallstartmethode nennt sich das. Die Biologin Wallstart hat da schon vor 10 Jahren auch ein Buch drüber geschrieben, über Aquarien, die eben mit Potting Soil, also mit Blumentopferde und Sand betrieben werden und halt mit vielen Pflanzen drin, dass die eben sehr stabil laufen und wenig Technik benötigen. Und die kann man dann auch ans Fenster stellen. Also deswegen das andere Becken, das kleine, wo ich Küchenfenster immer draußen habe im Sommer, da habe ich auch nicht groß Algen dran. Eben weil die ganzen Pflanzen eben die Nährstoffe aufnehmen. Und zu den Nährstoffen gehört eben das Nitrat und der Ammoniak. Und dann wachsen die halt noch schneller. Nitrat und Ammoniak, das ist ja eigentlich ein Kunstdünger draußen. Das wird ja auf dem Feld ausgebracht als Kunstdünger. Und dann wachsen die Pflanzen eben noch besser. Normalerweise brauchen Pflanzen nämlich nur Sonne, Wasser und CO2. Und Wasser ist genug vorhanden. Licht machen wir künstlich im Aquarium, beziehungsweise eben ich beim Aufzuchtbecken eben. Unterm Tag dann eben nicht künstlich. Und das Schöne ist bei der ganzen Angelegenheit, ich kann hier die Filter, also die kleinen Pumpen, zusammen mit dem Licht in der Nacht abschalten. Also da ist auch bloß ein ganz kleiner Filter drin. Ich versuche mal da von hinten dran zu gehen. Schauen Sie mal. Da dreht er wieder so langsam. Da links hängt ein kleiner Aquail. Ja, Filter ist es nicht, das ist eine Pumpe. Und der macht ein bisschen Wasserbewegung da drin.
Das ist eben die Rückseite von dem Aquarium. Man sieht es oben an den Öffnungen. Und die Rückseite, die schaut zum Fenster und da scheint eben indirekt so ein bisschen das Tageslicht rein. Und dann sieht man, wie sich hier die Vallisneria entwickeln. Die wachsen wie Sau auf der Rückseite. Und wenn man sich dann die Vorderseite anschaut, die bekommt eben keine Sonne ab. Was es da so pfeift, das ist mein blöder Trockner. Die Vorderseite bekommt eben keine Sonne ab. Und ich habe auch zwei, dreimal schon jetzt wieder Vallisneria rausgeschmissen. Die wuchern mir sonst das ganze Aquarium zu. Und das läuft jetzt seit 28.08. habe ich das eingerichtet. Also am 28. August, heute haben wir einen 6.12. 19, 11, 3 Monate. Und in 3 Monaten ist es so schön zugewachsen. Wenn ich dann die Pflanzen raustue, dann sieht man unten, wie schön fein und lang, dass die Wurzeln da in den Boden reinwachsen. Und das ist natürlich auch logisch, weil normalerweise, wenn man sich einen Baum anschaut, das, was oben rauswächst, das muss er auch unten als Wurzeln haben, damit er eben von unten die ganzen Blätter und Äste und alles schön sauber versorgen kann und damit er natürlich auch sauber steht. Und das ist im Aquarium genau das Gleiche. Je dicker, also nicht je dicker, sondern man muss halt einen ausreichend hohen Bodengrund haben, damit die Pflanzen unten schön sauber wurzeln können. Je mehr Nährstoffe, dass sie aufnehmen können, umso besser wachsen sie. Und dann hat es ein schönes, gleichmäßiges Gleichgewicht. Was für ein toller Satz. Also dann hat es ein sauberes Gleichgewicht im Aquarium und dann gibt es auch keine Probleme mit der Wasserqualität. Dann sind die Fische gesund. Da habe ich jetzt auch Amano, habe ich nicht jetzt, sondern da habe ich schon von Anfang an Amano-Garnelen drin gehabt, ungefähr 10 Stück. Die scheinen auch immer schon zu wissen, wenn ich sie füttere, weil dann fällt immer ein bisschen was für sie ab. Na, da sieht man die Schleierschwänze, da sind also Amano-Garnele, die rinnt da gerade auf der Muschel rum. Die Amano-Garnelen, gehören zur Putztruppe und der andere Teil von der Putztruppe, das sind die Blasenschnecken, Posthornschnecken, Turmdeckelschnecken. Die Turmdeckelschnecken, die sind die Regenwürmer vom Aquarium. Die wühlen den Bodengrund um und reinigen den Bodengrund, die obere Schicht. Reinigen, also die fressen halt alle möglichen Pflanzenabfälle. Und was Futter zu viel ist, wenn ich mal so viel futtern sollte, also Futterabfälle. Und dann, was hinten rauskommt bei den Schnecken, das ist eben dann Nährstoff für die Pflanzen. Also wie beim Regenwurm, ne? Genau das Gleiche. Und da sieht man also ein bisschen was von dem Torf. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man die Wurzeln und das dürfte entweder ist es Lotus oder die Kryptokorin, da gibt es schon einen Ausläufer und da sieht man also praktisch auch eine kleine Amano-Garnele, ein kleines, gut gesagt, das ist schon ausgewachsene. Der Nachteil von den Amano-Garnelen ist halt, dass sie sich halt im Süßwasser nicht vermehren. Da braucht man dann Salzwasser dazu für die Nauplien, für den Nachwuchs. Also Brackwasser. Das macht dann da eher wenig Spaß. Ich habe mal 20 Stück nachgekauft von einem Züchter und die habe ich dann schön sauber verteilt. Man sieht, das wird schon langsam ein richtiger Urwald da. Von dem habe ich ja das Gras bekommen. Zuerst wollte ich es zurupfen und einpflanzen, aber das war dann eine Heidenarbeit. Und dann habe ich es einfach ein bisschen beschwert. Dann ist unten geblieben das Gras und jetzt wächst es recht schön.
Ja. Jetzt musst du halt wieder drehen. Dreh halt. Und da sind ungefähr in dieser 54er, also 54 Liter Aquarium. Und da habe ich ungefähr 8 cm Sand und 1 cm Peat, also praktisch Torf drin. Man kann eine ganz normale Potting Soil, also Blumentopferde nehmen. Da ist also ein kleiner Aquael. Filter kann man nicht sagen, das ist eine Pumpe, da ist bloß eine ganz eine dünne Schicht, vielleicht ein halber Zentimeter ist das ein Vlies drin, damit eben die kleinen Fische nicht eingesogen werden. Den habe ich noch nie sauber gemacht. Man kann bei den Pumpen dann auch die Durchflussgeschwindigkeit einstellen und da ist dann auch noch so ein Wasserschlauch dran, also könnte man gegebenenfalls noch Luft reinsprudeln lassen, aber das mache ich da auch nicht. Es ist bloß zur Wasserbewegung da. Ja, das sind da meine Plumerier. Die hatten kurzzeitig mal eben so Spinnmilben. Dann habe ich sie mit so einem Mittelchen behandelt. Und jetzt treiben sie hier wieder aus. 3 Stück sind aus Koh Samui, die vorderen, die kleineren. Und die großen, die habe ich beim Landi mal gekauft. Dieses Jahr. Ja, dann war's das für heute. Also wie gesagt, man sieht, dass da keine Algen dran sind. Also das da ist am, wie gesagt, am 28.08. gestartet. Das andere 250er, das White Sands, das ist am 10.10. gestartet, also beziehungsweise das habe ich umgebaut auf hohen Sand. Und da hinten das kleine, das war das erste, was ich mit dem hohen Sand angefangen habe. Also Deep Soil heißt es. Hoher Sand, hohes Substrat. Und das habe ich am 7.7. angefangen. Also 7. Juli. Und seitdem nichts gepflegt, nichts getan, einfach wachsen lassen. Deswegen wächst auch der Wasserfreund. Der heißt übrigens Odora, weil wenn man den anfasst, dann an die Blätter oder die Stängel oder die Blüten, dann riecht es sehr intensiv, sehr lecker. Hydrophilia Odora. Ja gut, also. Dann habe ich jetzt da die neuen Antennenwälse drin. 3 Stück habe ich heute besorgt. Besten Dank an der Stelle. Ja, die werden sich schon einleben. Da hocker schon. Ah, die hauen sich. Ah, das ist ein Papa und eine Mama. Schau her. Ah, nein, es sind zwei Papas. Die hauen sich. Da geht es um die Höhle vielleicht. Muss ich mal noch ein paar Höhlen reinbauen. Die Höhle, das ist diese großes Schneckengehäuse. Die hauen sich gerade. Ja, da wird es vielleicht dann auch irgendwann dann Nachwuchs geben. Alles klar, du, dann hasta la vista. Ciao, ciao.